Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren magischen Episode Let's Play Hogwarts Legacy. Oh yeah. Es ist wieder geil hier zu sein. Im letzten Teil, in der letzten Episode, haben wir den Raum der Wünsche nach unseren Bedürfnissen ein bisschen eingerichtet, den Stil ein bisschen angepasst, ein bisschen düster, ein bisschen gotischen Stil. Finde ich persönlich sehr, sehr schön. Halt düster, ne? Muss sein. Und ja, jetzt wollen wir gleich den Wingardium Leviosa lernen und dafür müssen wir noch ein bisschen was erledigen. All das nach dem Intro. Viel Spaß. Okay, ihr Lieben, da sind wir auch schon wieder. Beschaffe und teste eine Venimosa Tentacula. Beschaffe und teste eine Alraune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Ganz einfach, wir begeben uns dafür nach Hogsmeade. Dort haben wir die magische Rübe. Vielleicht funktioniert das dort. Was haben wir hier? Schnabel und Brut. Schnabel und Brut brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Okay. Wir reisen erstmal dorthin. Dort gibt es bei den drei Besen auch eine Quest. Womit wir wieder was Neues für unseren Raum der Wünsche freischalten, der sich auch gleich direkt vergrößert hat. Aus Platzgründen, Freunde. Das ist Premium. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Aktuell nicht. Lumos. Vielleicht bekommen wir hier bei dem Händler auch die Pflanzen, die wir brauchen. Alraune. Venimosa Tentacula. Willkommen, immer herein. Vielleicht hat der solche Sachen. Ach ja. Okay. Für den Raum der Wünsche. Dünger. Diptam. Nee. Ungünstig. Gut, das heißt, wir müssen das nicht hier Niemand machen. Kann behaupten, meine Regale wären leer. Wir lassen die Quest außen vor. Wir machen das. Das war falsch. Wir brauchen hier die Map-Karte von Hogwarts. Der Südflügel. Aha. Gewächshäuser. Wir reisen zu den Gewächshäusern und sehen uns dort um. Ganz einfach. Ganz einfach. Das ist so chillig. Wir bedienen uns dort einfach. Kein Problem, oder? Okay. Das wird muy interessant auf jeden Fall. Ein paar Pflanzen organisieren. Dipsam. Professor, wie kamen Sie dazu, Kräuterkunde zu lehren? Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher untröstlich. Aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt.
Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Boat-Truckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Yep. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Er hatte ja eine gehörige Portion Pech. Er tat mir natürlich leid. Aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Kleiner. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Kein Problem. Und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Okay, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt diese Pflanzen herbekommen, die wir brauchen. Rebellio. Hier ist noch eine Truhe. Wir brauchen eine Alraune. Frage ist, wo kriegen wir die jetzt her? Hier ist noch eine Truhe hier. Wunderbar. Ein blauer Turban. Oh. Hier geht's nicht weiter. Ich brauche eine Alraune. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriege. Also im Idealfall schon hier irgendwo in den Klassenräumen, ne? Aber wo genau? Wir haben ja zum Glück noch ein paar mehr Gewächshäuser. Rebellion. Schon sehr magisch hier, das Ding. Hier sind Pflanzen. Jawohl, wir haben eine Venemosa Tentacula. Lumos. Yep. Eine Venemosa Tentacula. Gut, brauchen wir nur noch die Töpfe mit den Alraunen. Rebellio. Vielleicht gibt es hier oben Alraunen. Lumos. Das wäre auch zu einfach, oder? Hier gibt es ein paar Münzen. Aber wo kriegen wir jetzt die Alraune her? Alraune, Alraune, Alraune.
Alraun muss es doch eigentlich in dem Klassenzimmer geben. Oder bin ich total doof jetzt? Hier in dem Klassenzimmer haben wir doch das mit den Alraunen gemacht. Eigentlich. Revelio. Wo kriegen wir die Alraune her? Das ist jetzt die Frage, die mich ein bisschen quält. Es sind ja keine Alraunen hier. Ich frage sie nur. Warum bekomme ich noch diese zusätzlichen Aufgaben, Professor? Das hilft Ihnen, Ihre magischen Fähigkeiten auch außerhalb des Unterrichts zu schulen, um einen neuen Zauber zu erlernen. Wingardium Leviosa. Vor dem Einpflanzen müssen wir erst den Boden bestellen. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie wieder her, damit wir gemeinsam am Zauber arbeiten können. Ich freue mich drauf. Die Lehrerin ist auf jeden Fall ziemlich jung. Ist ja nicht weiter schlimm oder so, aber auffallen tut's trotzdem, ne? Aber ich frage mich trotzdem, wo kriegen wir jetzt diesen Zauber her? Revelio. Vor allem den Zauber, Quatsch, wir brauchen eine Alraune. Muss ich vielleicht selber eine Alraune ziehen? Vielleicht klappt das ja. Wir können ja mal gucken gerade. Aber ich wüsste jetzt nicht. Alraunen brauchen ja verdammt lange auf jeden Fall. Bis sie wachsen. Alraune. Eine magische Pflanze, die schreit, wenn sie ausgegraben wird. Alraune, Alraunen. Oh nein, wir müssen also Alraune selber organisieren. Ach Mann, ey. Okay. Weil hier wachsen gerade nicht, hier wachsen keine und wir haben keine Samen dafür. Okay. Dann war ich wohl ein bisschen blind, als wir in Hogsmeade waren. Irgendwas mit Knolle war das. Madame Snakins. Wälzer und Schriftrollen. Ollivanders. Hä? Wait. Ich bin gerade ein bisschen lost. Ohne. Gib mir eine Sekunde. Also nochmal. Kleiner Topf interagieren. Malven. Alraune. Okay, zu kaufen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Einmal auf der Map. Weltkarte. Wasserwegerich. Und Knollen. Ist das wirklich ein Hogsmeade? Drei Besen, Schnabel und Blut.
Also, nein, in Hogsmeade nicht. Schauen wir uns einmal hier um. Da haben wir uns noch nicht genug umgesehen, ne? Hier unten waren wir aber schon. Lower. Jo, wie groß ist denn bitte die Karte? Ich habe keine Ahnung, wo ich das herbekomme. Okay, wir machen Folgendes. Wir reisen einmal ganz kurz nach Hogsmeade. Ja, dann wird es heute sehr viel Rumfliegerei sein vielleicht. Ja, machen wir es so. Wir reisen nach Hogsmeade, schwingen uns von dort auf den Besen. Und ja, dann müssen wir schauen, dass wir es hinkriegen. Alter Schwede. Also, Alraune, Leute. Wir brauchen Alraune. Ist natürlich jetzt eine Sache. Holy, holy. Weil ich habe wirklich im Schloss keine gefunden. Wahnsinn. Und am Ende habe ich einfach nur Alraune übersehen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja. Aber ich glaube, ich habe den nicht übersehen. Es waren einfach schlicht und ergreifend keine da. Oh, wie lange darf ich jetzt nicht zaubern? Also hier fliegen. Hinten sehe ich den Bahnhof von Hogsmeade. Habe immer noch das Anti-Flug-Symbol. Aha, ab hier dürfen wir wieder. Also, zack, zack. Dann brauchen wir einmal die Map. Die Weltkarte wäre gut. Wir fliegen einmal hier hin. Jetzt müssten wir eine Markierung haben. Jawohl, dem ist auch so. Dann einmal um Hogsmeade drum herum fliegen. Let's go! Das kann natürlich jetzt sonst wo sein, ne, Leute? Das kann natürlich jetzt überall sein. Aber okay. Wer hier wohl gelebt hat? Gelebt hat. Vergangenheitsturm. Ah. Ah, hier. Hier sind doch ein paar Häuser. Upper Hogsmeade. Ihr Handtuch ist ja wirklich praktisch. Wirkt wie ein... Schade, dass Bardolph dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Lasst uns mal hier umsehen. Lumos. Irgendwie sieht es hier mau aus mit Läden. Ach, da unten sind gerade Gegner. Aber ich sehe hier keinen...
kein Laden. Uns fehlt ein bestimmter Laden. Ah. Rebellion. Kürbislimo. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Modegetränk mit Kürbisgeschmack. Es ist hier noch nicht so beliebt wie Butterbier, aber das könnte man ja ändern. Ah. Ist das hier ein Laden? Lumos. Renrocks Anhänger sind eine Plage. Was können wir tun? Wir haben hier auf jeden Fall einen Laden. Ich konnte nicht, um hinzuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ach, ich hätte nie gedacht, dass Sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Hm. Mein Bruder Bardolf wagte es, sich gegen sie aufzulehnen. Und landete dafür im St. Mungo. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß einfach nicht weiter. Wie kam Ihr Bruder Bardolf nach St. Mungo? Ach, Bardolf hatte den ganzen Tag Kräuter und Wurzeln für uns gesammelt. Mhm. Als eine Gruppe von Renrocks Leuten auftauchte und die Ernte für sich einforderte, weigerte sich Bardolf standhaft. In ihrem Zorn schleuderten sie ihn gegen einen Felsen und raubten ihn aus. Als er St. Mungo verließ, schwor er Rache. Ich habe Angst, er könne sich an eine Art Magie versuchen, die er noch bereuen wird. Renrocks Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Wo genau? Im Süden, hinter dem Fluss. Ich habe gehört, dass in jedem Lager etliche von Renrocks Anhängern sind. Ich wage mich nicht in ihre Nähe. Mhm. Warum verlassen Sie die Gegend nicht einfach? Upper Hawksfield ist mein Zuhause. Bardolf und ich sind hier aufgewachsen. Nein, wir geben nicht nach. Sobald mein Bruder zurückkommt, sehen wir, wie es weitergeht. Er sucht Rat bei Victor Rookwood. Ich habe das nicht gut geheißen. Aber vielleicht bringt es uns ja doch Rookwood, was. Rookwood, den sollte man vielleicht auch nicht voll labern. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Oder Schlimmeres. Ja. Bitte seien Sie vorsichtig. Ja, ja. Easy. Okay. Auftrag gestartet. Lagerabbruch. Kein Problem, wir fliegen da mal eben hin, ne? Das war der falsche Zauber. Ich wollte so machen. Oh, let's go. Die Lage verschlimmert sich. Ich sehe mich besser vor. Räume die Koboldlager. Zwei Stück gibt es. Was wurde mir denn jetzt angemarkert? Lagerabbruch. Ah, ich verstehe. Ich hab die Markierung. Zweifellos schon lange verlassen. Ein lästiger Mensch weniger. Ein lästiger Mensch weniger? Okay, Freunde. Landen ist im Moment nicht verfügbar. Ja, dann kümmern wir eins uns von darum. Renrocks Lager. Genau wie Madame Bowman sagte. Ja, ich kümmere mich mal darum. So, was haben wir denn? Gut. Zu Recht natürlich. Ja, ich scheiße mir gerade direkt förmlich in die Hose. Incendio! Kommt her, lass Spaß haben! Leg dich, ich bin mir an! Komm doch! Komm, komm, willst du nicht? Friss! Du bist aber nicht mit meinem dabei! Expelliarmus! Wo kommst du denn her? Bist du dumm, Mensch?
Nicht leise genug. Unverschämt. Schön, dass du vorbeikommst. Ah, jetzt wird's aber spaßig. Komm, Fringo. Incendium. Na, habt ihr Aua? Komm, wir haben jetzt Spaß, Freunde. Oha. Oha. Ja, los, weiter im Text. Na? Gewöhn dich nicht daran. Ja, komm doch. Das sollte schnell gehen. Incendio. Incendio. Protego. Oh. Okay, jetzt reicht's. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Confringo ist aber so unglaublich gut. Confringo ist echt stark. Ich muss jetzt natürlich ein bisschen mit dem mit den neuen Zaubern ein bisschen klarkommen. Wir kamen noch nicht dazu, diese zu erproben. Aber das ist ja überhaupt gar kein Problem. So, ab zum nächsten Lager. Kobolde klatschen, Freunde. Was ein schöner Zeitvertreib. Doch, doch, doch. Räume die Koboldlager. Zum Sterben hier, was? Einer fehlt uns noch. Ein lästiger Mensch weniger. Ja, komm her. Confringo! Erbärmlich! Kommt! Protege! Warum du es? Mehr hast du nicht zu bieten. Die sahen auch schon mal besser aus. Was für eine bedauerliche Enttäuschung. Incendio. Das ist so geil. Das ist so schön. Wie unverschämt. Hallo, Gentlemen. Ja, kommt doch. Incendio. Oh, süß. Dafür wärst du bezahlt. Okay, heilen. Ich zeige dir den Kopf bis zu. Komm, bring. Incendio. Yes, Alter. Das war smart, dass ich das so gemacht habe mit dem Entwaffnen, dass ich die Waffen gegen die verwenden kann. Das ist sowas von gut. Ja, komm noch. Ja. Das war doch chillig. Noch irgendwo ohne Fahrschein? Beide Lager erledigt. Ja. Madame Bowman wird sich freuen. Die einzigen, die sich nicht darüber freuen werden, das sind Ranknock und seine Anhänger. Die werden sich in keinster Weise darüber freuen. Werden mir wahrscheinlich ziemlich bald am Arschloch hängen. Verdammten Kobolde. Ja, aber das war doch schon mal Premium, Freunde. Das war Premium. Ab auf den Besen, let's go. Abflug. Ja, wir brauchen gar nicht so krass an Höhe gewinnen. Aber das mit dem Fliegen ist auch schon mal schön. Kehre zu Blair zurück. Ja, machen wir. Haben wir gleich. Was passiert eigentlich, wenn ich gegen so einen Ballon gegen Donner? Okay, dann geht er einfach nur kaputt. Wer hier wohl wohnt?
Hallo. Ist aber ein kleines, süßes Dörfchen hier. Ich vermisse das geschäftige Treiben. Die armen Kunden trauen sich gar nicht rauszugehen. Hallo, Madame Beaumont. Gute Nachrichten. Ich konnte Renrocks Lager räumen. Sie haben sie davon gejagt? Easy. Wie? Ja. Ich konnte sie überrumpeln. Wenn mein Bruder wiederkommt, wird ihm das die Welt bedeuten. Sie haben unser Dorf gerettet. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Gerne schön. Ich habe wirklich Angst um die anderen Dörfer. Renrock und seine Leute sind anders als alle Kobolde, die ich je gesehen habe. Was verkaufen Sie? Bitte das Richtige. Wonach suchen Sie? Danke vielmals. Wirklich. Oh, es ist einfach nur ein Dorfladen. Ich brauche einen... Auftrag abgeschlossen. Ich brauche einen speziellen... Laden. Also hier sind Dorfläden, so wie es aussieht. Rebellion. Ach, guck mal einer an. Oh Mann, uns fehlt aber ein bestimmter Laden. Und das ist ein Problem. Weil ohne diesen Laden kommen wir nicht einfach mal eben so an die Alraune ran. Ich brauche nochmal die Map. Hier oben ist ja auch nochmal ein Örtchen. Dann reisen wir einmal zu dem. Bardolf Beaumont ist noch nicht zurück. Wurde wohl von schwarzen Okay, da hinten ist auch noch mal eine schöne Burgruine. Machen wir mal ein bisschen Knallgas. Oh, das ist aber eine hübsche Burg. Nicht so hübsch wie Schloss Hogwarts, aber ey, hübsch. Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier Läden gibt, die uns jetzt weiterhelfen, oder? Obwohl. Hier ist. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ja. Was haben wir denn hier? Weil ich gerade keine Lust habe, irgendwelche Quests anzunehmen. Ah. Hallo. Hätten Sie einen Moment? Ja, aber leider nur den einen. Der Laden hält mich ziemlich auf Trab. Ich bin die neue Inhaberin, Indira Wolf. Jo. Ware. Hallo. Was verkaufen Sie hier? Alter. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Ja, Alraune. Federn. Einhornhaar hat die sogar, die Dame. Krötenwarzen, Knuddelmuff, Phönixfeder. Warum hat die denn nur Federn? Vielen Dank für Ihren Besuch. Ja, ja, gerne schön. Ich brauche unbedingt eine Alraune. Verdammte Axt nochmal. Was soll denn das? Ich krieg die jetzt gerade nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo. Ich fühle mich gerade echt doof und dämlich. Was passiert eigentlich, wenn ich hier Linie wirke? Okay, dann mache ich Sachen kaputt. Stylisch. Ah, hier ist auch noch mal... Ah, was haben wir denn da? Dein Ernst? Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo!
Nice. Hier ist noch ein Teleport. Der interessiert mich. Also Flohnetzwerk, Freunde. Ich sage ja immer, Reisen. Ich träume von einer besseren Welt. Gut, aber wo kriege ich jetzt die Alraune her? Verdammte Axt. Okay. Aber Leute, ich würde sagen, wir sind erstmal am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Da findet ihr mein Partner Insta Gaming, Triebwerk und den zauberhaften Merch verlinkt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit euch und noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein, macht's gut und ciao. I'm